Die Erleichterung steht Herbert Gilbert ins Gesicht geschrieben. 2014 hat sich der Rentner einen vom Abgasskandal betroffenen VW Charan gekauft. Wie viele andere Käufer auch, reichte er Klage ein und verlangte nach Bekanntwerden des Dieselskandals Schadensersatz. Nach jahrelangem Hin und Her hat das oberste Gericht in Karlsruhe heute das langersehnte Urteil gefällt. Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass VW langjährig und systematisch eine unzulässige Abschaltrichtung eingebaut hat und damit für den Kunden das Risiko geschaffen hat, dass ihm eine Betriebsuntersagung droht. Und das hat VW vorsätzlich in Kauf genommen. Demnach steht betroffenen VW-Kunden grundsätzlich Schadensersatz zu. So auch Herbert Gilbert. Toll, erleichtert. Und ich weiß, es ist zu Ende, es ist gut zu Ende gegangen. Und das war mein Ziel und das habe ich erreicht. Und was will man mehr? Wer sein Geld zurückhaben will, muss sich allerdings die bereits gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. Für Herbert Gilbert bedeutet das konkret, seit seinem Kauf hat er 50.000 Kilometer mit seinem Charan zurückgelegt. Deswegen bekommt er anstatt des ursprünglichen Kaufpreises von 31.500 Euro nur knapp 26.200 Euro zurück. Aber was bedeutet das Urteil für die übrigen Kläger? Volkswagen wird jetzt dieses Urteil nicht nur im Einzelfall, sondern allgemein umsetzen und auf die Kläger zugehen und versuchen, die Verfahren im größten Teil schnellstmöglich zu beenden. Im Konkreten heißt das, dass den Klägern in den Fällen, die heute quasi mitentschieden wurden, Einmalzahlungen angeboten werden. Fakt ist, es handelt sich um ein richtungsweisendes Urteil, das Hoffnung für die bundesweit noch rund 60.000 ausstehenden Klagen macht. Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Ergebnis erreicht haben und dass das auch in diesem Lande möglich ist, dass ein Rentner ein solches Ergebnis gegen den größten Automobilkonzern der Welt erreichen kann. Wenn ich jetzt noch keine Klage eingereicht habe, könnte ich jetzt noch nachziehen? Definitiv ja, da sollte man sich auf jeden Fall bei uns melden, denn es gibt Möglichkeiten, wie man jetzt noch eine Klage gegen VW forcieren kann, gerade auch im Hinblick auf neuerliche Manipulationsversuche der Beklagten. Nach dem heutigen Tage werden noch viele weitere Prozesse und Urteile im Dieselskandal folgen. Doch zumindest für Herbert Gilbert hat der Albtraum jetzt ein Ende.